Heute ist Samstag. Max ist halt auch wieder dabei. Heute ist er der Schrauber, weil ich hab's nicht so drauf. Aber vielleicht beweise ich mich heute. Ja. Schauen wir mal. Ja. Es schaut so aus. Multivan habt ihr ja letztens schon gesehen. Ja, was soll ich sagen? Er ist ganz einfach viel zu hoch, oder? Ja, du, ein Bus ist generell hoch, aber ja, wenn man ein bisschen sportlicher fahren will, ist sicher gescheiter, wenn man härtere Federn einbaut, was wir machen. Er kommt dann natürlich auch gleich hier vorüber, dann ist das für die Optik sicher. Ja, eigentlich wie ich ihn gekauft habe, habe ich gesagt, ja, ich lasse ihn so wie er ist, aber ihr kennt es selber, dann fährt man ein paar Monate. Nein, es muss was gemacht werden. So, ja. Wir werden ihm heute tiefer legen, wir haben Federn bestellt, die zeigen wir euch gleich. Wie viel da so der Tiefer kommt, das seht ihr dann im Anschluss. Also wir sind eben auch schon ganz gespannt. Wir machen eher vorher noch eine Messung, dann wissen wir es ganz genau. Momentan, ich weiß nicht, unsere Generation kennt das Auto noch. Ich komme momentan vor, ist nicht mit einem 2er Golf Country durch die Gegend fahren. Ich werde Bilder einblenden. Ja, naja, ist halt der Bus. So, also die Federn habe ich heute eh schon mit. Ich habe lange überlegt, was ich verbaue. Verbaue ich Gewindefahrwerk, verbaue ich nur Federn, was für Federn verbaue ich. So. Entschlossen habe ich mich jetzt für die Eibach-Federn. Die tiefe Version, 60 mm, das sind die Gewindefedern, die kann man eben hinten auch noch tiefer verstellen. Natürlich mit Gutachten. Habe ich bei der Firma GB Design bestellt aus Peters Baumgarten, das ist im Neunkirchner Bezirk, für 580 Euro. Eigentlich ganz okay, aber für Federn, ja, die kosten überall so viel. Was ich auch noch bestellt habe, ganz wichtig, Luftfilter. Performance! Ja, den habe ich eigentlich nur bestellt, weil Nesca oben steht. Nein, Scherz. Viele von euch wissen, dass der Motor thermische Probleme hat. Ich habe ihn jetzt nicht bestellt, dass ich mehr PS oder sonst irgendwas kriege. Ich habe mir gedacht, mehr Luft kann nicht schaden und ich glaube 50 Euro kostet. Ja. So nach dem Motor hilft nichts, schaut es nichts. Ne? Ja, ich sage 50 Euro tun mir jetzt nicht weh. Schauen wir mal, wenn er mehr Luft bringt, auch wenn es jetzt nur Laborwerte sind, ist es auch okay. Ja. Ja, und man muss auch nicht ständig wechseln, das reicht, wenn man reinigt. Genau, der hat so einen Ölfilm, den kann man ihm selber reinigen. Ja, das Öl kannst du von mir haben übrigens, das habe ich noch umstellen von meinen alten Sputtertüten. Geil, sowieso. Passt. Wieder gespart. Gut, passt. Komm rein. 7.59 Uhr morgens. So, also wie gesagt, wir haben jetzt die ganz tiefe Version von Eibach bestellt, die 60 mm, meines Wissens noch, was puncto Federn angeht. Die tiefsten Federn, was du am Markt eigentlich kriegst. Ja, das sind 6. Wenn du noch tiefer möchtest fahren, musst du ein Gewinde kaufen, ist so. Wollte nicht ausgeben, ja, es gibt Gewindefahrwerke für 300 Euro, Marke, ich glaube AP oder irgendwas mit zwei Buchstaben, war ich mir aber dann schlussendlich unsicher, weil um 300 Euro Fahrwerk, ich weiß nicht. Das ist mehr, 6 cm ist ein Mörder. Ja, und ein Gewindefahrwerk um 300 Euro beim Bus. Naja, das wissen wir auch. Ich sag, wenn es ein Golf 2 ist, ist es mir egal. Sag ich mal, ein Transporter, der was jetzt nicht so viel Kilo hat, weil der hat ja 2,5 Tonnen. Ja, Gewindefahrwerk um 300, das kann ich mir so nicht vorstellen, dass das qualitativ hochwertig ist. Gut, also wir messen jetzt. Wir haben jetzt da von der Radmitte bis zum oberen Kotflügel sind wir bei 44,5. Und die Gesamthöhe, und beides notieren wir sie. Genau. 44,5 und vom Boden weg haben wir 76. 45, 76, wird notiert. Ja. Der Max schreibt es dabei auf für uns. Hinten haben wir die Verstellteller, also wir können hinten variieren, wie tief das wir fahren. Wir werden es wahrscheinlich so auf tiefste einstellen, so wie wir uns kennen. Hinten haben wir Radmitte bis Kotflügel 44. Aber das ist vorne wieder gleich. Ja. Und vom Boden bis Rathaus, Oberkante 76,5. Gut. Normalerweise sagt man ja, je schwerer der Bus, desto tiefer kommt er. Daher ich das Glück habe, dass da richtig viel Ausstattung drin ist, hoffe, dass er wirklich tief kommt. Ja, sicher. Ja. Ich meine, vom Motor her gibt es zwar die 6 nicht schwere, also die 2 Liter, da bauen sie gar keine größeren, meine ich. Die 6 gibt es nur in 2 Liter Bito, aber okay, das ist der größte Motor. Ja, dann wären sie sowieso nicht schwerer. Ja, also, ja. Genau. Gut. Drei Tage später. Wir fangen jetzt einmal an mit der Vermessung, hätte ich gesagt, Max, oder? Genau, jetzt schauen wir mal, wie tief das wirklich ist. Jetzt ist er schon ein bisschen gefahren worden, der Wagen. Ja. Jetzt. Also Mitte. Können wir jetzt genauer sagen? Radmitte bis Oberkante sind wir bei 39.
Da haben wir vorher gehabt 44,5. Mhm. Sprich 5,5? Genau, 5,5 und 60 mm sollen sie haben. Sie werden sie noch setzen, das haben wir aber extra. Das passt circa, ja. Das sind neue Federn. Das hat schon hin. Und gesamt haben wir 70. Da haben wir 76 gehabt. Also die Wahrheit wird dazwischen liegen. Ja. Naja, da sind wir eh ziemlich genau dort, gell? Ja. Du musst rechnen, der Gummi unten, der sinkt ja noch ein bisschen ein, gell? Kommt also darauf an, wie viel Profil das du am Rafen hast. Ne? Ja, aber ich sag, die Distanz. Die bleibt gleich. Ist gleich im Gegensatz zu der dann, genau oder? Genau so ist es, ja. Ja. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Ja, müsste eigentlich passen. Na, Radnaben Mitte, auf wie zu, bleibt gleich. Und die gesamte verändert sich durch das Profil. Verändert sich durch den Luftdruck. Ja, Luftdruck, Profil etc. Genau, also passt es, ja. Hätte jetzt einmal gesagt. Hinten, wie gefällt er dir jetzt eigentlich? Also mir gefällt er gut. Haben wir noch gar nicht geredet. Wir können auch schauen. Schaut mal auf den Schweller. Wir haben noch immer ein leichtes Keil, also einen leichten Keil nach vorne. Das ja, also, heißt, also hinten ist er schon noch eine Spur höher als wie vorne. Genau, das schaut gut aus, ja. Obwohl wir eigentlich hinten auch aufs Tiefste gegangen sind, weil da hinten kann man sich einstellen. Ja. Passt ganz gut, finde ich. Das ist ein optischer Schmankerl. Schauen wir von vorne noch kurz. Du kannst schon mal anholen. Ich messe dabei hinten. Genau. Also ist schon wesentlich besser. Also hinten haben wir nicht ganz 40 und vorher haben wir gehabt 44. Aha. Hinten haben wir ja die Federtäler drinnen und die haben wir jetzt aufs, wie soll ich sagen, aufs tiefste eingestellt. Ja. Genau, ja. Ich habe jetzt nicht gerade gewusst, ob ich Minimum oder Maximum sagen soll. Ja. So ist verständlich. Genau. Also gesamt haben wir 71. Ja, jetzt wieder wegen einem Reifen, ich messe jetzt nochmal. Da haben wir vorher 76,5 gehabt. Mhm. Ja. Also auch wieder gut. Zwischen 4 und 5 cm, so, also den 1 cm Unterschied, was wir auch vorhin gemessen haben. Ja, es kommt auch darauf an, wo genau. Es misst, wie er gerade steht. Aber sind wir jetzt circa durch. Ich bin in mir schon gefahren, wir werden gleich darüber reden, wenn wir eine Fahrt machen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schauen wir mal, wie das sich anfühlt, ja? Passt. Also, Fazit. Wir fahren jetzt gerade eine Runde. Er ist schon auf der härteren Seite, aber das sagt er einfach so. Naja, ich hab geglaubt, das will man eh. Ja. Tiefer, härter, geiler. Ich sag, es ist ja da ein Multivan, ja. Und kein Rennsemmel, jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, ja, hätte ich davor auch sagen können, dass das hart wird. Ja, ich habe gewusst, dass es hart wird, aber nicht gewusst, dass es so hart wird. Ich glaube, du hast eh ein bisschen das mitgekriegt damals, wie ich meine Autos tiefer gekriegt habe, dass die dann einfach ja, hart sind. Das ist, ne? Ja, nicht, das ist ja nicht so, das war das meine erste Tieferlegung. Aber ja. Das ist ja das, wenn man nur Feder nimmt, ist man oft nicht so zufrieden, wie wenn man halt ein komplettes Fahrrad nimmt, ne? Ja. Wo das alles aufeinander abgestimmt ist. Deswegen habe ich ja damals die Eibach genommen bei meinem Toledo. Das war halt dann wirklich leibend. Ne? Wie gesagt, also Kurvenverhalten echt geil. Daten besser, wie es der gleich mitkriegen, wenn wir dann auf der Bundesstraße sind. Öltemperatur ist auch schon in Ordnung. In Ordnung, also da können wir schon ein bisschen Stoff geben. Ja, natürlich ist das Auto jetzt ein bisschen mehr durchgeschüttelt, wird mehr durchgeschüttelt als zuvor. Ja, mit dem muss man rechnen, glaube ich. Aber ich glaube, du hast ein wenig Angst davor, wenn du noch größere Felgen aufziehst und noch weniger Gummi hast. Das heißt, es wird noch weniger, indem es noch Ärger zum Spüren ist. Gell? Gut, wir fahren jetzt die größte Serienbereifung, was es vom VW gibt. Das sind zwar 55. 45, 18, ja. Ja, und ich rede aber von 20. Genau, dann, wir wollen ja. Hoppala. Ui, da sind die Fegel und die Hühner unterwegs. Wir wollen ja dann 20er fahren ab früher. Und da ist dann doch nur mehr 35er Querschnitt da. Ja, so wie sie hat bei mein RS. Ja. Ja. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ich sag, wenn du das Auto jetzt nur so als von Ortschaft zu Ortschaft bewegst oder nur Kurzstrecken fährst und du stehst das drauf, wird es da wurscht sein, dass er halt einmal Spur
was heißt einmal Spur, dass er, halt, dass er halt viel härter ist, ja, dann ist dir das egal. Mhm. Aber ich sag, wenn du mit dem Bus, so wie mir jetzt ab, da mehr Langstrecken fährst und in Urlaub. Und die Autobahnen sind nicht immer perfekt. Ja, ne? Wie gesagt, ich bin gestern nach Oberwart runtergefahren, Südautobahn. Das war halt schon immer, wie soll ich sagen, eine Achterbahn. Es war halt vorher einfach gemütlicher. Ne? Wie ist das jetzt hin? Ja, das war jetzt halb so schlimm. Ist nicht so wild. Man kann es auch länger fahren, das Fahrzeug, und es wird wahrscheinlich von Mal zu Mal besser, ja, wenn wir es gewohnt würden. So, jetzt können wir mal die Kurven ausprobieren, schauen wir mal, wie er sich da verhält. Vorher hat er ja gebankt wie ein Schiff. In der Kurven, also das Auto fährt sich jetzt um Welten besser. Also Kurvenstabilität 100%. Das war halt für mich das wichtigste Kriterium. Ja. Auch wenn es ein Bus ist. Er hat ja trotzdem ein bisschen PS und so kann man es besser nutzen, sage ich. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Du bist das irgendwie am Berg. Na geh. Heiser. Ja, Welten, gell? Ja, für was bist du jetzt auf die Bremsen gestiegen? Du hast voll durchgezogen gehen. Der hat sich ja nicht irgendwie bewegt. Ich war mir nicht sicher, vorne. Ja. Wer steht? Da ist ein Hunder da. Ah, immer doch der 50er. Ja, nur wenn die Standeln offen wollen. So. In der Saison, das ist jetzt noch Saison, da ist nichts mehr. Da? Ja, ist kein 50er mehr. Du hast volle Kanne Herzen. Super ist das. Jawohl. Ja, das ist schon was anderes. Das ist schon gut. Ja. Das ist richtig gut. Ja. Also das ist, den vorher kannst du es nicht vergleichen. Allerdings, ja. Oder? Nein, das ist jetzt wirklich wie ein, fast wie eine sportliche Limousine zum Fahren. Ja. Ja. Naja, wir sind ja nicht nur härter, wir haben auch in Schwerpunkt wesentlich tiefer. Schwerpunkt ist jetzt um einiges weiter unten. Und das merkt man schon. Gut, 6 cm sind es jetzt noch nicht, aber 5,5 cm und das sind Welten. Ja. Gerade bei so einem schweren Auto. So, jetzt haben wir da eine kurze Sutten. Genau. Ja, das fährt sich ganz gut. Sportlich elegant. Wahnsinn, oder? Super. Also, ich würde die nie wieder ausbauen, die Federn. Aber wir sind halt nicht dieselben. Wir sind nicht dieselben und das Auto wird halt wirklich als Daily. Gut, du verwendest das Auto auch als Daily, aber das ist halt. Ich erwarte mir da trotzdem um eine Spur mehr Komfort. Um hier geht's. Vielleicht auch noch wichtig, was für Fahrwerk das wir da haben. Wir haben das normale Fahrwerk, was es gibt. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Fahrwerke. Wir haben einmal das DCC. Das ist dieses elektronische Fahrwerk, was du einstellen kannst. Also das Adaptive, ne? Ja, genau. Sport, Mittel, Komfort oder was da immer es gibt. Ja. Dann gibt es das Schlechtwegefahrwerk. Das, was schon ewig gibt, ja. Hochlastfahrwerk. Oder Schwerlast. Oder Schwerlastfahrwerk, so. Oder so irgendwie heißt das. Das haben wir, was haben wir noch? Das Dynamikfahrwerk gibt es. Ja. Das kenne ich nicht. Dynamikfahrwerk heißt 2 cm tiefer Abwerk. Ah, okay. Ja. Ich habe das stinknormale Standard. Am liebsten war da wahrscheinlich das 2 cm tiefer Abwerk, das ist wahrscheinlich ein bisschen sportlicher sein. Weiß ich nicht. Also ich bin damals an 6.1 damit gefahren, wirklich viel anders ist es das nicht gefahren. Naja, mit minimalen Umsatz, merkst du kaum. Gell? Wie gesagt, das normale Standardfahrwerk mit den 60 mm Eibachfedern haben wir jetzt drin. Genau. Kurvenverhalten, geil. Härte, mir persönlich um eine Spur zu hart für einen Bus. Ja. Also wer es gern hart hat, dann passt es. Ja, man muss ja anzeigen, von der Tiefe her steht er wirklich geil da, dafür, dass es nur Federn sind. Ja, optisch habt ihr es vorher vielleicht eh gesehen, schaut wirklich gut aus, also mir gefällt es. Ja. Und Kurvenverhalten haben wir jetzt erst schon gesagt, brachial. Wunderbar. Dafür, dass wir nur Federn gemacht haben. Ja. Geil. Sauber. Gut, haben wir noch irgendwas? Ja, du kannst halt noch erzählen, was die nächsten Schritte sind. Was für Optionen das noch gibt, wenn wir vielleicht nicht diese brachiale Tieferlegung will? Ja, ich werde wahrscheinlich, ich bin mir zu 80% sicher, diese Federn wieder ausbauen und von Eibach gegen diese Sportkomfort 2 Federn ersetzen. Was vielleicht dann auch gut ist, erstens einmal, es kommt ein zweites Video und ihr wisst, vielleicht ein bisschen eine bessere Kaufberatung dann auch. Ja. Dann wisst ihr halt wirklich, was kriegt. Ja. Ne? Weil jetzt haben wir es wirklich getestet. Ja. Jetzt können wir genau sagen, was kann es, was passiert. Also, das ist halt schon eine Hupferei. Ja, ja klar. Ja.
Mir geht's wieder. Links kommt einer. Ja. Rechts haben wir noch ein bisschen. Also wir werden, weil wir vorher leider keine Zeit haben, wir werden wahrscheinlich im Dezember erst die Federn. Der Busten alter war ja. Die anderen Federn verbauen. Ja. Und dann wird es dazu eh wieder ein Video geben, wie gewohnt. Ja. Dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ne? Ja, wir haben eh schon geredet, es gibt verschiedene Fahrwerke, um. Ich sage jetzt, du kriegst um 600 Euro Gemindefahrwerk für den Bus. Ja, das die Preisspanne ist von bis, gell? Dann kannst du mal ein paar tausend Euro was kaufen. Ja, ob man das jetzt kaufen kann oder nicht, sei dahingestellt. Es gibt viele, die fahren und sind begeistert. Ich weiß es nicht. Ja, du bleibst schon bei einer Marke zumindest. Ne? Ja, No-Name-Gewindefahrwerk kommt jetzt mal nicht rein. Nein, das auf alle Fälle. Wie gesagt, die spitzen wir sehr auf die Eibach-Federn. Die sind zwar um 1,5 cm höher, sollen aber mehr Komfort bieten. Mehr Komfort und viel mehr Komfort bieten. Wie gesagt, ich glaube, es gibt dann nicht so viele Leute, die sich dann wirklich sagen können, okay, tiefe Variante, hart und Komfort. Also ich kann euch dann wirklich berichten, was da auf euch zukommt. Weil es wahrscheinlich einbauen wird. Stimmt, ja. Na dann gibt es halt wirklich eben Leute, die was sagen können, okay, passt, ich will es halt wirklich stramm und tief. Und bei dir ist dann eher eine Geschichte, du willst ein bisschen einen optischen Anreiz, genau. Dass du ein bisschen schöner dastehst und weniger hart unterwegs bist. Ne? Ich sag einmal, Mara, die am 10 Jahre jünger war es mir vielleicht wurscht. Ja, also wenn du jetzt, weiß ich nicht verheiratet warst und kein Kind hast, dann vielleicht schon, ja. Ich kann es da nicht sagen. Ja, egal. Du hättest das drin lassen, oder? Na, 100, Bro. Ja, das war mir klar. Ja. Der Junggebliebene. Und, ja, sicher. Also, jung geblieben. Ich habe halt keine Kinder, aber. Da wird für die Aussage fällt jetzt über ein paar Kanaltitel drüber. Dafür habe ich halt viele Autos, weil ich keine Kinder habe. Jeden das seine. Ja. Ja, genau. Jeder kann das aussuchen, ne? Passt schon. Ja, das war es jetzt wieder an dieser Stelle. Danke, Max, dass du heute wieder hinter der Kamera warst. Gerne. Und das aufgenommen hast. Und vielen lieben Dank für den Umbau der Federn. Ja, war nicht ganz einfach, aber auch was, wenn man, was macht man nicht alles auch, für Freunde? Auch wenn jetzt noch mehr Arbeit auf uns zukommt, aber wir werden das schon schaukeln. Aber ja, ich werde mal wieder einspannen, wenn ich ihn brauche. Ich glaube auch, ja. Nächste Woche sind wir wieder am Donnerstag vielleicht da. Bitte abonniert uns und teilt uns. Wir haben einfach zu wenig Abonnenten. Ja, ja das wird schon. Wird werden, also die. Wir haben eigentlich eine sehr positive Resonanz immer bekommen, glaube ich. Gell? Dabei passt. Sicher gibt es ein paar Anmerkungen hier und da. Wir wissen eh selber, dass wir an uns arbeiten müssen. Also aber wir sind ja noch ein sehr junger und kleiner Kanal und wir haben noch keine Hater. Hoffe ich. Aber es wird, das passt. Ich hoffe, dass wir bald Hater bekommen, weil dann haben wir auch viele Abonnenten und Zuseher. Also von dem her, her passt es dann. Das war lustig vielleicht. Oh, ja, okay. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.